Gut, dann begrüße ich nochmal bei mir. Wer Hallo! macht Begrüßung? Wieso? Ich hab doch schon Hallo Freunde, auch bei begrüßt. mir jetzt hier noch Brianza, JR, ein Ja, Milano Michi. Italy, mit dabei Valvo und der Michi. Wieso? Ich war doch letztens schon dabei. Wieder mal eine Schreckenvorstellung, Folge 56, glaube ich. Was, 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 was? Und der Michi will spielen? Hey, der Joker, wir haben ja mal Rechnung offen, ne? Wie du mir damals das Rennen Project hast, das hätte ich gewinnen können, wenn du es mir nicht ruiniert Oh hättest. Gott! Wenn du mir damals so richtig schön Ah! reingefahren bist. Ich muss hier mal ein bisschen was entsorgen. Lassen Sie mich durch, ich bin Dr. Marco. Du schnell weg Glaube vom ich nicht, Weißlei, Mann! schnell weg vom Weißlei. Oh mein Gott. Oh, die nächste Kurve könnte die letzte sein. Er hat doch den Schwippschwapp offen. Ich krieg die Kurve nicht so richtig, Kacke! Oh Mann, ey. Er macht's gerade. Au. Aua. Danke, Michael. Das Sag nicht. jetzt Joker. Ja, was soll ich machen, wenn ich da von Michi hinten weggeballert werde? Ach, Nicht mich wegfallen. Ja. So viel zur Streckenvorstellung. Seht ihr also bei mir jetzt die Strecke dann halt mal schön langsam gleich fahren. Der Ja, Ultra mal fühlt. genießen. Obwohl, so kurz wie die Strecke ist, kann man ja nicht mal genießen, ey, wenn man denn gleich 20 Mal noch überrundet wird. Genießen, Heal, 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 Brabham. Bei Rockstar Out, Joker ist raus. Joker ist raus? Joker ist raus? Wollte Heike. Auch nicht schon wieder die beide. Och nö. Willst du mich echt verarschen, Joke? Was? Wieso, was sagst du nicht schon wieder die beiden? Was hab ich denn getan? Na, wo der Michi ist, müssen wir halt immer damit rechnen, dass irgendwas passiert. Ganz Ah, einfach. ja. Aber ich auch. Was ich doch nicht. Mir ist alles Jo aufgerissen. Joker hat sich unglücklich gedreht da und es kann passieren. Gibt dir gleich unglücklich gedreht. Ja. Ja, damals in dem Project Cars Rennen. Oh meine Fresse. Oh Scheiße, der Beißler kommt. Der Joker, so fahrbar sieht es nicht mehr aus, was du sagst. Ja, Joker, soll ich dich ja lösen? Ich glaube, das war's für dich, oder? Du, mit der Karre kommst du doch kein Blumentopf mehr, Quene. Ich schick dich mal in den Puff nach Oh Brünn. nein. Hast du nicht repariert, Jocke? Doch. Hat nichts gebracht. Den Puff. Aber der beißt das ja schon wieder hinter mir, man soll ich nicht. Ich schicke ihn jetzt in den Puff. Ich kann mich nicht auf die Mann. Strecke konzentrieren, wenn der hinter mir hängt hier. Ach, Ich hab Mädchen. gehört, du wolltest mal in den Puff, Joker, da will ich dich jetzt mal hinschicken. Ach du Scheiße. Oh Gott, Oh, du Kack, ich muss weg. Oh Ihr Mann. Wichser. Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Also, ich lass jetzt auch mal in Ruhe. Lass den Ball wohl in Ruhe, Michi. Nimm mich und dann ist gut. Und ich glaube, ich hab auch irgendwas an der Bremse. Irgendwas scheint hier nicht mehr ganz so hoch. Ja, dein Gehirn. Okay, jetzt geht's ja noch die Bremse. Jetzt geht's wieder. War leider zu weit weg. Ist schon schwer, so die Strecke zu beurteilen, wenn man voll rüberzieht.
Ah, die Strecke kriegt eine 8 auf jeden Fall, ist super. Ach du Scheiße, Jocke schnell um die Kurve. Oh mein Gott. Da. Hallo. Muss ja beißen. Jetzt ist der Beißler hinter mir. Auf dem vorderen linken Reifen, da kann ich nicht mehr so schnell hinterherkommen. Glück für euch. Glück für euch, oh Gott. Ich sag mal, es sieht so 6, werde ich wahrscheinlich geben, 6 von 10. 6. Ja, Joker hat ja wieder mal zu büßen, steht auf sein Auto. Bei jeder Strecke, ich sag mal 6. Aber ich glaube, ich habe bald neue Spielkameraden hier hinten. Denn da kommt das Feld. Die armen Schweine. Jetzt wird's hier. Ich glaube, wir haben eine neue Game Show hier. Kegel mit dem Beißler. Ich würde mal sagen, hier kegelt's bald einige weg. Wer kegelt den Beißler am besten? Na, wollt ihr vorbei? Wollt ihr wirklich vorbei? Ich glaube nicht, dass ihr richtig fliegt. Seht ihr, wenn ihr in die Wand abbiegt. Hier möchte jemand vorbei. Belmondo führt. Ja, das geht aber mal nicht. Runde. Gratuliere. Schade, dass der Joker eine ganz zerstört Woche ist, aber haben wir halt nicht hingekriegt. Die Betonung liegt ja mal bei wir. Belmondo vor Katayama. Der muss erst noch an mir vorbei, der Belmondo. Blue Flag am Arsch! Blue Flag am Arsch! Ja, ich gebe auch eine 6. Die ist nicht so geil. Blue Flag am Arsch! 45452 nochmal verbessert. Kenny, wenn du noch zuhörst, tippst in den Chat, was dir sein wird. Sehr witzig. Kann er doch mal. So, tut mir leid. Tut mir leid, Wurz, ich habe gerade einen Bremsdefekt erlitten. Bei den KI-Leuten entschuldigt er sich noch dafür. Bei uns hält er voll rein und so. Oh Mann. Jetzt ist der Savage not referable. Was macht der Clowny? Beißler kam mir entgegen. Start und Ziel hat mich voll weggewitzt. Gefahren. Ja, weil du immer wieder AFK bist, du Honk. Richtig crasht ihr. Ja, sie sind wie schon raus, beide. Aber es führt wenigstens bei Mongo nicht mehr. Und Wurz steht auch irgendwann. Ja. Es kann mal passieren. Es kann halt mal passieren. Streckenvorstellung mit dem Beißler. Ja, bei Mongo hat auch keine Ahnung. Keiner überlebt. Ja doch, warte. Ich wäre ja dafür, dass das auf Valbos Auto der Beißler noch so ein Skelettkopf oder so ein Todes Dings noch irgendwie dazu bekommen. Oder so ein sag schon. Sensenmann. Jake, der neue Skin, hat eigentlich irgendwas mit Corona zu tun? Oder Toilettenpapier oder so? Charminbär wäre cool. Möchtet ihr spezielle Skins mit dem Charminbär als Werbung? Oder mit einer Nudelsorte? Ich mach euch das. Speziell die Corona Edition Skins für ein, zwei Rennen. Den Spruch mit der Nudelsuppe, den Kenny doch so gerne bringt hier. Bevor ich dich benutze.
Atze Schröder. Oder so. Helmut ist jetzt beide draußen, oder? Ja. Ja. Helmut Marko da. Alter, fahr. Xandi. Wie viele Minuten sind denn überhaupt noch auf der Uhr hier? Ja, fünf noch. Und ich hab keinen Bock mehr. Na, trotzdem können wir es ja noch. Karre zieh drüber wie die Sau. Oh, und mal auf was Button und Co. macht. Ja, der Wurz, der hat auch keinen Bock mehr. Nachdem da so ein bestimmter Joker im Raum stand. Der funktioniert nicht mehr so richtig bei mir. Also Nut, also Skins mit Nut, also da hätte ich eine Nudelmarke, so Barilla zum Beispiel. Schwipp, schwapp, Barilla. Ab. Oder mir würde da noch eine einfallen. Voll noch zum Bäm. Wie zum Beispiel Zablas Hochzeitnudeln oder so. Nein, ich feiere immer noch. Am Joker kommt schon das Feuer aus dem Maul. Ja, was heißt denn sonst? Driving the wrong way, ach echt? Jetzt nicht mehr. Danke. Ah, was war die Scheiße. Oh. Aber da führt euch jetzt der Button. Geht euch jetzt alle nochmal an die Box. Button. Also 6 von mir. Auch von da mir. Steht der Valvo und da fahren sie jetzt alle dran vorbei. Der Wurz, der. Den habe ich mal schön gefinisht. Der kommt hier wie der Montoya in dem Rennen davor, der kommt hier nimmer weg. Du bleibst hier, Schlampe. Aber wieso denn? Na dann? Die fahren doch noch. Es sind doch noch 3 Minuten 20 hier. Die Box fahren sie auf jeden Fall. Ja, der Button fährt sogar durch, der macht nur eine Durchfahrtsstrafe. Weil der Beißler uns jetzt so sehr genervt hat, gucken wir uns das jetzt noch schön mit der KI zu ändern. Ich mach mal Schluss hier, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ja, der Woche. Was heißt genervt? Also ich habe nur ein bisschen gekegelt. Und ich habe noch offene Rechnungen bezahlt, bevor die Bank zumacht. Jensen Dutten! Ui, oh Gott, ja mal. Alex Sadi! Paul Belmongo! Esmeralda! Gang Bang Mondo! Alzen! Haribo Alzen! Willst du doch lecker verstoppen? Der Engel Philipp! Der fliegende Finne! Der alte Österreicher Marco! Magoho! So, sind sie jetzt fertig? Die waren doch gerade eben schon mal in der Box. Ja, wahrscheinlich, weil auf Start und Ziel da so viel Schrott rumliegt. Deswegen fahren sie jetzt immer durch die Box, keine Ahnung. Die fahren tatsächlich dauernd durch, als wäre da ein Safety Car draußen. Schade, dass wir das nicht in der WM gefahren sind. Die fahren tatsächlich alle durch die Boxengasse durch. Alter, ja. Ich glaube immer noch, da ist so ein Beißler auf der Strecke, darum trauen sie sich nicht. Die sehen immer noch das Wrack von ihm liegen und denken, naja, der kommt doch da noch jeden Moment wieder. Der lebt doch noch. Und wie in so einem Horrorfilm, der lebt doch sicher noch. Der zündet einfach gleich nochmal die Karre an, wenn wir vorbeifahren und dann BÄM! Gibt's eine Atom-Explosion. Show-Effekt. Schauvel. Nochmal ja durch die Box. Box, die Slab. So, können wir dann vielleicht beenden? Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir machen hier Feierabend. Das ist Brianza J.R. Ewing. Vielen Dank an Valvo, an Michi und an Jake. Danke, danke. Und wir sehen hier die dritte Durchfahrtsstrafe der Piloten. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Aber es sind noch 51.